Wie kann ich ganz einfach einen E-Shop einrichten, um meine Artikel online zu vermarkten, Self-Order in der Gastro zu betreiben oder um einen Supermarkt zu eröffnen? Mit einem E-Shop hast du viele Möglichkeiten, dein Angebot vollständig zu digitalisieren. Wie genau das funktioniert und wie auch du mit dem E-Shop arbeiten kannst, das schauen wir uns heute einmal genauer an. Dafür gehen wir einmal auf unsere Site. Zunächst musst du die Shop-Application deiner Seite hinzufügen. Nachdem du die Shop-Application deiner Seite hinzugefügt hast, erscheint sie dir hier schon im Menü. Bevor wir mit dem Bearbeiten loslegen können, müssen wir zunächst den Bearbeitungsmodus aktivieren. Das machen wir einfach per Schieben dieses Reglers nach rechts. Ist dies geschehen, können wir den Shop bearbeiten. Doch bevor wir dies machen, sollten wir zunächst die Zahlungsabwicklung inklusive Feintrading aktivieren, damit alle Käufe direkt online abgerechnet werden können. Darin enthalten ist unter anderem auch die Belegerstattung für den Kunden und für deine Unterlagen. Nun kannst du die allgemeinen Einstellungen deines Shops bearbeiten. Darunter, wie die Artikel im Shop dargestellt werden oder ob eine Bestellbestätigung für den Kunden gesendet werden soll. Des Weiteren kannst du einstellen, ob du bei Neukunden benachrichtigt werden möchtest. Es gibt die Möglichkeit, dynamische Preise zu aktivieren. Damit besteht die Möglichkeit, in Abhängigkeit von der Auslastung die Preise zu beeinflussen und Gäste können anhand der Auslastungsanzeige einsehen, in welchem Zeitraum gerade außergewöhnlich viele Bestellungen eingehen. Unter Bezahlung finden wir dann die Zahlungsabwicklung. Die haben wir bereits aktiviert. Wir haben noch andere Optionen, unter anderem das Deaktivieren jener, sodass weder Beleg noch Abrechnung erstellt werden. Außerdem kannst du einstellen, ob sich deine Kunden beim Bestellen anmelden müssen oder nicht. Da beim Deaktivieren immer Fake-Bestellungen möglich sind, solltest du diesen Punkt genau überdenken. Im Bestellabschluss legst du fest, wie die Ware zum Kunden kommen soll. Standardsgemäß ist die Abholung aktiviert. Du kannst jedoch auch andere Bestellabschlüsse hinzufügen, wie Lieferpunkt, Thekenverkauf oder Lieferung. Die genauere Einrichtung der Bestellabschlüsse wird noch in weiteren Tutorials thematisiert. Damit du mit deinem Online-Shop gleich starten kannst, fehlen nur noch deine Artikel. Diese legst du ganz einfach hier an. Dabei kannst du noch viele weitere Informationen zu jedem Artikel hinzufügen. Diese stellen wir ebenfalls in einem anderen Tutorial vor. Und so hast du in wenigen Minuten deinen eigenen E-Shop eingerichtet. Und egal ob Einzelhandel, Gastro oder Online-Shop. Jetzt hast du die Möglichkeit, deine Artikel online zu vermarkten und dein Angebot digital zu machen. Also, worauf wartest du? Probier es doch gleich mal aus.